Herzlich willkommen bei Power On. Wir freuen uns so sehr, dass ihr wieder eingeschaltet. Sag mal, kann mal irgendeiner dieses Feuer löschen? Bitte schön, es ist gelöscht. Da ist gar nichts gelöscht, das brennt ja noch. Oh, stimmt, du hast recht. Sehr seltsam. Sorry, aber da ist nichts zu machen. Ein Busch, der brennt, aber nicht verbrennt? Das ist schon eine komische Sache. Ja, genau, ihr habt recht. Es geht um den Dornbusch, um Mosis brennenden Dornbusch. Ihr kennt sicher die Geschichte, wie Mose mit der Herde seines Schwiegervaters durch die Wüste gezogen ist. Und sie sind beim Berg Horeb angekommen und plötzlich sah er diesen Dornbusch. Der brannte und brannte, aber er verbrannte nicht. Und ich denke, er hat sich das so ein bisschen angeschaut und irgendwann ist er doch misstrauisch geworden. Und es steht auch in der Bibel, dass Gott gemerkt hat, dass er herkommt. Und dann hat er angefangen, mit ihm zu reden. Und als Mose gemerkt hat, dass es nicht einfach nur irgendwie eine Einbildung ist, dass als er gemerkt hat, dass Gott wirklich zu ihm spricht, ist er sofort ja einfach in eine Ehrfurchtshaltung gekommen, hat dann auch seine Schuhe ausgezogen und Gott hat mit ihm gesprochen. Gott hat ihm wirklich, ja, diese Begegnung hat sein Leben verändert. Er hat lebensverändernde Dinge gesagt bekommen, er hat eine Berufung bekommen. Gott hat mit ihm gesprochen durch eine richtig krasse, außergewöhnliches Ereignis. Gott eröffnete ihm ganz neue Dinge. Dieser Moment hat eigentlich für ihn alles verändert. Und genau das wünschen wir uns doch für unseren Alltag, dass Gott zu uns spricht und dass es einfach, ja, sich etwas verändert. Und das könnt ihr nachlesen in 2. Mose 3. Ja, wünscht ihr euch auch so eine Begegnung mit Gott? Vielleicht nicht unbedingt wie Mose mit einem brennenden Dornbusch, sondern ganz individuell in eurem Alltag. Und da müssen wir einfach mega aufmerksam sein. Und jetzt ist die Frage, wie bekommt Gott unsere Aufmerksamkeit? Und vielleicht ist es nicht wie beim Mose, weil da hat er ja schon die richtig schweren Geschütze aufgefahren, das sogar am Busch gebrannt hat. Aber manchmal redet Gott auch ganz, ganz leise zu uns in unserem Alltag. Und wir sollten uns dann nicht von irgendwelchen Sorgen oder von irgendwelchen Ängsten ablenken lassen. Und ja, wir brauchen vielleicht auch manchmal eine kleine Pause in unserem Alltag. Wir müssen da einfach offen sein und das vielleicht nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag, 24 Stunden. Ja, seid einfach aufmerksam und achtet mal in eurem Alltag darauf, wie Gott zu euch spricht. Er hat so viele unterschiedliche Wege. Vielleicht durch Menschen, die mit euch sprechen oder durch Lieder, die ihr hört oder durch irgendwas, was ihr lest. Also seid einfach aufmerksam und lasst euch überraschen, wie Gott zu euch spricht. Mose hat dort am Busch von Gott eine neue Aufgabe bekommen, eine neue Wegweisung und einfach total horizontverändernde Dinge. Wünschst du dir das auch in deinem Alltag? Wünschst du dir, dass du wirklich sensibel für sein Reden wirst und es wirklich, ja, merkst, wenn er mit dir redet, denn er möchte zu dir sprechen. Und ich möchte jetzt gerade mit uns beten, einfach für diese Sache. Herr Vater, ich danke dir, dass du da bist und wirklich in unserem Alltag immer da bist, dass du zu uns sprechen möchtest. Und ich bete wirklich, dass wir sensibel werden, deine Stimme zu hören. Egal, was du zu uns sprechen möchtest, dass wir es merken, dass wir es annehmen und dass wir begreifen, dass du jede Sekunde in unserem Leben bei uns sein möchtest. Danke, dass du uns durchträgst, auch in unserem Alltag und nicht nur an einem Sonntag, sondern dass du jeden Tag mit uns sprechen möchtest, wie ein Freund, wie ein Vater. Und dass wir, ja, das mitnehmen dürfen jetzt und auch das wirklich üben, dass wir da sensibel werden dafür und dass du uns hilfst, Heiliger Geist, das zu verstehen, zu begreifen und ja, das anzunehmen. Amen. Jetzt
unser Tipp, unser Power-Tipp, der darf nicht fehlen. Ja, seid doch diese Woche mal ganz besonders aufmerksam, wo Gott vielleicht zu euch sprechen möchte, und schreibt euch das auf. Dann könnt ihr am Ende der Woche das Ganze reflektieren und mal nochmal durchlesen und sehen, wo Gott in den unterschiedlichen Situationen zu euch gesprochen hat. Oh, Moment. Ja? Ja? Hallo? Ich muss los. Okay. Ja, also ich stehe jetzt alleine hier, aber es ist auch ein gutes Beispiel für uns, wie wir es vielleicht nicht machen sollten, denn wir sollten unsere Ohren und Augen wirklich offen halten für das Reden Gottes. Man muss das auch, ja, man muss es auch üben, wie man auch Gebet üben muss, praktizieren muss, immer wieder dranbleiben muss. So ist es auch wichtig, wirklich da drin zu bleiben und es immer weiter zu entwickeln. Wir wünschen euch wirklich eine super Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und sperrt die Ohren auf und die Augen. Und wir freuen uns, von euch zu hören, was ihr alles erlebt habt mit Gott. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Sollen wir sagen, sollen wir uns in die Kommentare schreiben? Schreibt in die Kommentare. Yay. Wir freuen uns. Okay.